Der GLTM 1090 hat 48 Tonnen und die Phantom R4 wiegt momentan, so wie sie da steht, 10,8 Tonnen. Die Herausforderung hierbei ist jetzt gerade die Entfernung, dass der Flieger nicht gleichmäßig in die Luft geht, dass wir dementsprechend schauen müssen, dass wir ihn langsam heben, dass wir mit der Ausladung zurechtkommen und dass wir dann auch keinen Wind kriegen, dass er nicht seitlich wegdreht und ja, nichts kaputt machen vor allem. Es ist ein Abschluss für eine längere Geschichte fürs Geschwader und gerade in einem Jahr wie der in dieser Pandemiephase ist es ein Symbol, was wir haben, dass wir doch etwas bewerkstelligen können, dass man Dinge angehen kann und schaffen kann. Die Phantom hat hier eine sehr lange Zeit ihren Dienst geleistet, sehr erfolgreich, sehr positiv. Sie war bei den Piloten und bei den Mechanikern sehr beliebt, aufgrund ihrer Robustheit, aufgrund ihres Aussehens. Wie sie gearbeitet hat, es war noch eine Maschine, wo man viel Hands-on hatte, sag ich mal. Ich weiß, dass sie Mitte der 70er gebaut wurde, 2006 ihren letzten Flug hatte. Sie hat verschiedene Kommandos mitgemacht, aber die Maschinen werden ja grundsätzlich durchgetauscht. Es ist nicht so zum Beispiel, dass diese Phantom nur am Standort Neuburg unterwegs gewesen ist, aber sie ist zum Schluss halt hier gewesen. Und damit ist es unsere Maschine und gehört zu uns, zu unserem Geschwader. Und deshalb sind wir stolz, dass wir sie halt jetzt auch als Gatekeeper, quasi als Torwächter vor die Hauptwache bekommen dürfen. Der Kran fährt jetzt vorweg, weil wir brauchen jetzt erstmal zum Schleppen nicht. Baut sich dann in der Kaserne schon mal auf, macht sich schon mal bereit. Erfahrungswerte gibt es keine, das machen wir zum ersten Mal. Wir haben die Genehmigung der Sperrung erst um 12 Uhr. Dementsprechend werden wir um 12.01 Uhr, ist der Plan, dass wir hier losrollen. Und ja, je nach Engstellen, wir haben ja die zwei Brücken, ist es schwer vorherzusehen, wann wir in der Kaserne sind. Der Unimog, das ist ein extra Unimog. Das ist keiner, wie man im Zivilen kennt, sondern der hat extra fürs Schleppen einen Gang, damit der möglichst ruckfrei fährt. Okay, Heinz, jetzt orientier dich mittig. Die Herausforderung ist natürlich auch noch hinten im Hauptfahrwerk die Spurbreite von 5,50 Meter. Okay, und jetzt rüber, langsam. Genau da, genau. Weiter rechts, bis Kante. Okay, und jetzt mittig. Sportlich wird es nochmal in der Kaserne, wenn wir über Südtor reinheben müssen, da der Bewuchs ziemlich hoch ist. Da werden wir einmal absetzen müssen, eventuell zweimal heben. Hey Willi! Ja, die Herausforderung war erstmal die Breite des Fliegers. Jetzt hat er so, wie er da steht, 8,50 Meter. Also drüben im Wald, da sind wir auf knapp 9 Meter dran von der Breite. Das wird dann für den Schlepperfahrer eine Riesenherausforderung. Gut, du brauchst nicht stehen bleiben am Baden, du kannst weiter fahren. Fahr weiter. Stopp! 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 Der Kranfahrer sagt Stopp! Thank you.
sportlich wird es auch noch am Haupttor, weil die so lang ist. Da müssen wir auch mindestens zweimal kranen.